Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Wir sind dabei stehen geblieben, Aeris zurückzubringen zu ihrer Wohnung, zu ihrer Bude. Und das machen wir jetzt auch mal. Und so dumm wie wir waren, haben wir sogar unser Zelt verschwendet, das wir jetzt vielleicht eventuell irgendwann mal noch gebrauchen könnten. Zelt. Und gucken wir doch mal, hier waren wir überall drinne. Hier waren wir auch schon mal. Ach, hier geht's doch raus. Okay, hier ist direkt auch wieder ein Speicherpunkt. Speichern wir hier auch direkt nochmal. Das ist ja schön zu wissen, dass hier direkt ein Speicherpunkt ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich diese ganze Story jetzt noch weiterentwickeln wird. Es freut mich wirklich, dieses Spiel zu spielen. Ich hatte noch schon lang nicht mehr solchen Spaß, ein Spiel die ganze Zeit durch aufzunehmen. Zuerst gucken wir uns mal drumherum um. Oh, hier können wir sogar hochgehen. Hey, da unten ist eine Substanz. Ich meine ein... Doch, da unten ist, glaube ich, wirklich eine Substanz. Substanz Schutz erhalten. Gucken wir gleich mal, was die kann. Was haben wir hier? Äther erhalten. Gut. Gucken wir doch mal, was diese Schutzsubstanz kann. Substanz. Auf mich bitte. Rüstung eventuell. Und dann hier. Schutz höher. Ja. Nutzen wir. Machen wir direkt rein. Und ich hoffe nicht, dass wir irgendwelche Substanzen bisher schon übersehen haben. Denn wie ich erfahren habe, soll es wirklich sehr wichtig sein, diese zu finden und zu nutzen. Ich bin zu Hause, Mama. Das ist Rocky, mein Bodyguard. Elmira, freut mich, Sie kennenzulernen. Bodyguard? Nee, Bodyguard. Heißt das, dass dir wieder jemand gefolgt ist? Bist du in Ordnung? Du bist doch nicht etwa verletzt? Ich bin in Ordnung. Rocky war bei mir. Oh yeah, wir sind Beschützer Number One. Danke, Rocky. Ich bin die Oma. Und? Was machst du jetzt? Ist Sektor 7 weit von hier? Ich will zu Tifas Bar gehen. Ist Tifa ein Mädchen? Ja. Eine Freundin? Freundin? Ich würde sagen, ja. Oder auf keinen Fall, keine Ahnung. Oh, wie schön. Na, das ist nett. Also, Sektor 7, ich zeig dir den Weg. Du spinnst wohl. Warum willst du dich nochmal in Gefahr bringen? Reine Gewöhnungssache. Gewöhnungssache? Na, ich weiß nicht. Sich von einem Mädchen helfen lassen... Das war aber jetzt hier ziemlich, ne? Ein Mädchen? Was meinst du denn damit? Und du meinst, du kannst sowas sagen und ich höre mir das einfach an? Mama, ich bringe Rocky zu Sektor 7, ich bin bald wieder da. Aber Schatz, ich gebe auf. Wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast... Hörst du sowieso nicht mehr. Aber wenn du unbedingt gehen willst, warum gehst du nicht morgen? Ja, du hast recht, Mama. Müssen wir wohl bis morgen warten? Aeris, bitte geh und mach das Bett. Ich glaube, das ist jetzt eher so... Also die Stimme von der Mutter ist nicht die Stimme, wie ich mir sie vorstelle gerade. Wir reden sie aber trotzdem mal an. Deine Augen glänzen so, du bist von Soldat, oder? Ja, zumindest früher einmal. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber kannst du bitte heute Abend von hier verschwinden, ohne Aeris etwas zu sagen? Ich weiß nicht, ob wir das können. Soldat Aeris packt es nicht, wenn dir nochmal jemand wehtut. Gehen wir doch einfach mal nach oben und gucken mal, was Aeris macht.
So, wir können uns wieder nicht bewegen. Ich denke, sie führt jetzt einen Dialog mit uns. Um zu Sektor 7 zu gelangen, musst du durch Sektor 6 gehen. Sektor 6 ist etwas gefährlich. Du solltest dich also heute Abend ein bisschen ausruhen. Oh, darf ich mit dir in ein Zimmer? Rocky! Gute Nacht. Yo, gute Nacht. Ich wünsche dir eine wundervolle Nacht. Können wir uns hier oben umgucken? Oh Mann! Ich würde mich gerne hier oben noch umgucken. Du scheinst ganz schön müde zu sein. Ich habe schon lange nicht mehr in einem Bett wie diesem geschlafen. Oh ja. Seit damals. Mensch, wie bist du gewachsen? Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Es wäre mir wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Das interessiert mich nicht. Ich muss eingeschlafen sein. Spanner, wir können in ihr Zimmer reingucken. Sektor 7 ist hinter Sektor 6. Ich sollte es alleine schaffen. Sektor 7, ja. Trank erhalten. Phönixfeder erhalten. Ich habe es doch genau gewusst, dass da was ist. Jetzt, was? Ach so. Rocky, ich habe gedacht, die Türks kämen wieder. Schlaf ein bisschen. Nein. Alter, wir können nicht die ganze Nacht verpennen hier. Wir müssen los. Aber wer versteht das von den beiden wieder nicht? Die Frau, ist klar. Nee, ich muss noch aufs Klo. Diesmal fängt mich niemand. Achso. Ich bin ja auch saudoof, ey. Rocky, ich hab... Ja. Ich bin wirklich teilweise saudoof, das muss man wirklich sagen. Steh jetzt auf hier. Wie soll das gehen? Ich hab gedacht, wir dürften einfach nicht rennen, aber scheinbar... Diesmal fängt dich wieder niemand. Jetzt gehen wir das Risiko ein. Ich möchte nämlich noch einmal da unten in die Ecke reingucken, aber da scheint nichts zu sein. Und jetzt gehen wir einfach mal hier runter. Was sagt ihr denn dazu? Sag mir jetzt nicht, dass die Mutter hier irgendwo steht und mich jetzt aufhalten will. Nein, will sie nicht. Alles klar. Dann rennen wir einfach raus. Speichern nochmal. Genau so. Oh, Memory Card wird geprüft, Alter. Ich hack dir Kopf ab, ey. Speichervorgang, Karte nicht entfernen. So. Und jetzt gehen wir durch Sektor 6. Wo der ist, wissen wir ja schon. Den haben wir ja schon gefunden. Da müssen wir nämlich hier links wieder raus. Huh, nein! Hier so. Jetzt, was? Du bist aber ganz schön früh auf. Wie sie einfach viel schneller wie wir. Wie konnte ich dich bitten, mitzukommen, wo ich doch wusste, dass es gefährlich sein könnte? Bist du fertig? Du musst durch den Slum in Sektor 6, um zu Tifas 7. Himmel zu gelangen. Ich bring dich hin. Komm mit. Aber ich möchte vielleicht gar nicht. Wie sieht's denn damit aus? Nicht, dass du mitkommst.
Ich versuche jetzt hier bewusst, haben wir eigentlich sie jetzt dabei? Ja, tatsächlich, wir haben sie jetzt dabei, das ist saugut. Wir haben noch einen Bronze... Nee, der Bronzereif war, glaube ich, schlechter. Wenn ich das noch richtig weiß. Wir können trotzdem mal gucken, ob sie überhaupt sowas hat. Ja, sie hat sowas. Schade. Gut. So, gucken wir mal ganz genau. Oh, ich muss den Ton unbedingt leiser stellen, ey. Das ist ja schlimmer wie ein Horrorspiel. Alter, bin ich ja wel... What? Wir müssen gegen... Ist es ernsthaft ein Haus? Ist es ernsthaft ein Haus? Alter. Lustigerweise kämpfen wir gerade wirklich tatsächlich gegen ein waschechtes Haus. Genau, greif sie an. Sie ist nicht so wichtig. Ich bin die Hauptperson. Sag mal, gehst du jetzt mal auseinander? Ich wollte gerade... Achso, nö, das greift uns beide an. Ja, und mir macht es natürlich doppelten Schaden. Alter, wie brutal das Haus einfach mal aussieht. Übelst angefrackt. Weißt du was? Haus, Feuer. Und der kloppt normal rauf. Ja, genau. Das war 74 Damage. Jetzt ist aber down, komm. Was? Das Ding macht keinen schlechten Damage, würde ich fast behaupten. Mutangriff. Zack. Yes. Da haben wir es doch geschafft. Und ich könnte mich immer noch verfluchen dafür, dass ich das Zelt verbraucht habe. Einfach eiskalt. Ohne drüber nachzudenken, was überhaupt ich da gerade tue. Ja gut, können wir hier eventuell runter? Können wir tatsächlich. Hier, komm, hier ist doch wieder irgendwo ein Fight. Ich möchte ihn doch... Yeah. Gegen wen oder was kämpfen wir denn? Gegen vier von den Dingern. Das sind auch die Viecher, die so mega viel Damage machen. Zauber Feuer gegen eins von den Viechern und er macht Blitz gegen eins von den Viechern. Ja, so funktioniert das doch. Ich verschwende jetzt einfach mal meine MP genau so. Scheint auf jeden Fall saugut zu funktionieren. Und genug MP für einen weiteren Zauber. Boah, ist das Vieh noch nicht down. Alter. Irgendwas greifen wir jetzt mit dem Feuer wieder an. Und dann ist es down. Und wehe, wenn nicht. Jetzt ist es down. Sehr gut. Somit kann das uns nur noch einmal angreifen. Und jetzt müsste es hoffentlich down sein. Wenn wir jetzt noch den Schlag drauf machen. Nein, es ist immer noch nicht down. Jetzt aber, spätestens jetzt. Wenn wir jetzt nicht missen und ja, es ist weg. Ares und Rocky vereint, würde ich fast behaupten. Das kostet so dermaßen viel. Später. Glaube ich, wenn man da so viel Geld bekommt. Gut, und an dieser Stelle würde ich sagen, ich verabschiede mich für die heutige Folge von Final Fantasy VII. Ich bin die Rockkartoffel und ich sage, dass dieses Projekt saugeil ist bisher. Ich spiele es wirklich richtig gerne. Da unten rechts seht ihr die Zeit, 2 Stunden, 38 Minuten habe das Ding bis jetzt gezockt. Und es werden wahrscheinlich noch einige mehr, wenn ich das so durchziehe. Und ja, bis jetzt finde ich das richtig hammergeil, das Ding. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restnachmittag. Wir sehen uns morgen wieder 18 Uhr bei Rockkartoffel LP. Auf Wiedersehen.